Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Japan. Ich hoffe, ihr habt die vorherigen nicht verpasst, denn uns hat es jetzt mit dem Zug, mit dem Shinkansen und einem Schimpansen nach Kyoto verschlagen. Ja, und der hat mich auf den ganzen Weg, hat er mich die ganze Zeit schikansiert. Jetzt kommen hier die besten Witze. Ne? Ein Wunder, dass hier das Kyoto-Protokoll erschaffen wurde, was ja für Umweltschutz pipapo ist. Zum Glück haben wir aber in Kyoto noch kein Protokoll bekommen. Boah. Einfach mal mit dem Buggy. Der ist bestimmt cool. Der ist bestimmt buggy. Trevor hat den Flugplatz der Sandy Shores übernommen. Dort können im Hangar Flugzeuge und am Hubschrauber eingelagert werden. Ich meine, das Gute an so einem Hangar ist ja, da haben wir wenigstens einen Ort, wo wir abhangern können. Es wird Zeit, die Folge zu beenden. Aber den fliegt hier allgemein ganz schön viel Scheiß entgegen. So ein Vogel einfach mal wegbashen, ne? Da zeigt ihr dir den Vogel. Da. Ich bin ja froh, dass ich den Wagen gelandet habe wieder und dass diese Mission nicht gescheitert ist. Ja. Falsche Landungssache. Meine erste Landung als Onkel. Bist auf dem Boden der Tatsachen gelandet? Rattenmörder von San Andreas. So. Rattenfänger von Hameln. Der Rattenfänger von Rameln. Rameln. Ich finde das auch gut, dass die bei der CIA, die sind voll nett. Die haben alle CIA auf dem Rücken stehen. Alter. Ich möchte sofort irgendwo gegenfahren. Den habe ich spontan empfunden. Wirklich, das fällt kaum auf. Ich dachte, du hast da Jahre drüber gebrütet. Den gibt's bestimmt schon, den Witz. Bin ich der Erste, der diesen Scheißwitz gemacht hat. Wow. Jetzt habe ich gerade auf die Karte geguckt und sowas kommt dabei raus. So. Aber ja, wir sind ja gleich wieder auf Kurs. Ja, unten links auf die Automap, weißt du, also auf die Minimap. Habe ich dir eine per Post geschickt oder was? 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 Eine Karte, du Spaß. Also jetzt wäre man die AIDS-Witze doch lieber. Alter, da kann ich nichts für. Dass ich den Witz erklären muss. Siehst du, alle fahren jetzt gegen mich und da fehlt auch ein Rad. Ja, das stimmt, das ist der Reifen weg. Da ist gutes Rad teuer, sage ich. Nee, ein Rad ist ja falsch. Wieso? Weil das ist ja nur der Reifen weg. Ja, ach Gott, ja, ja. Und die müsste man GTA Online eigentlich auch mal abgehen, die Rampen, ne? Das gibt alles Achievements, glaube ich. Ja, so finde ich eine geile Idee. Einfach mal die Rampen suchen, beziehungsweise ich habe da so einen Plan. Du bist ja auch eher so eine Rampensau. Ja, das auf jeden Fall. Ich esse auch gerne Rampsteak. Ich kann ja mal ein bisschen die Gesichtszüge ramponieren. Oh. Nee, du mit deinem Saubermann-Image, weißt du? Das geht so nicht mal weiter, Herr Propper. Ja, ich glaube, den Brad holen wir bestimmt auch noch aus dem Knast irgendwann, oder? Würde mich nicht wundern. Aus dem Knast mit Angelina, oder was meinst du? Mit einer Reifendeckung ist mir das passiert. Da war ich dann auch schnell tot. Aber du warst noch nicht reif genug dafür. Oh, siehst du, das meine ich, das meine ich. Die ganzen Tag, ganzen Tag. Ja, warum sollte man auch Reifen decken? Schlecht. Sehr schön. Schlecht. Es wird langsam. Ja, kennen wir den Moritz übrigens. Also wir kennen ihn ja schon von Nicht mein Tag. Es war damals Nicht mein Tag, als ich ihn kennengelernt habe. Der einzige Grund, weswegen die mitspielen, ist sein Auto. Kennen die dein Auto? Nee. Dein Nummernschild? Du meinst meinen Lamborghini oder den Ferrari? Welchen meinst du jetzt? Den Dings, ja, den Bugatti meinte ich. Den Bugatti, den Veyron. Den sonst immer. Den habe ich im Moment, aber den habe ich einem Kumpel geliehen. Ja, ja. Der fährt den gerade. Ach, die Blonde, ne? Ja, die Blonde. Der war mal ein Mann. Ach so. Oh. Das ist ein Kumpel. Deswegen ich hab nichts mit dem Hut, du hast sie doch. Da hast du den Bugatti verliehen, oder was? Ja, genau. Ach, du wolltest ihn Bugatti, oder was? Oh. Spielen heute nachher noch zu dritt Battlefield. Irgendwann später. Ja, wir haben uns jetzt ins Battlefield zurückgezogen. Ja, hast du vielleicht noch ein paar Haftbomben für mich, lieber Sarazar? Nee, nur ein paar Haftzähne. Ach so, dann spreche ich gleich einen Haftbefehl aus. Das ist nämlich aus dem Altenheim, wenn die Rentner ihre Zähne reintun müssen. Ich höre schon auf. In der nächsten Folge besuchen wir alle. Entschuldigung, wenn der Pfleger zu den Alten sagt, macht eure Zähne rein. Das ist ein Haftbefehl. Oh, bitte. Okay, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wird Zeit abzuschalten. Tschüss.